Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem hast du wahrscheinlich schon in meinem Thumbnail gesehen. Oh mein Gott, ich mag gar nicht zählen, wie viele Schuhe ich habe. Mittlerweile platzen meine Schuhschränke aus allen Nähten. Ich habe gefühlt überall bei uns im Haus meine Schuhe verteilt und habe sie jetzt einmal zusammengetragen, um sie auszusortieren. Und zwar zusammen mit dir. Wenn du Bock drauf hast, dir dieses emotionale Video anzuschauen, denn ich musste viele, viele Trennungen in diesem Video erleben. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mein Vorsatz ist auf jeden Fall, dass ich eine komplette IKEA-Tüte vollkriegen werde mit Schuhen, die ich aussortiere. Glaubst du vielleicht, dass ich das hinkriege? Schauen wir mal. Stimm mal hier oben ab und am Ende sehen wir mal, wer recht behalten wird. Ich wünsche es mir, aber ich weiß es nicht, denn es ist bei mir mit meiner Schuhgröße 41 immer so, so schwer, Schuhe zu finden, die vor allem bequem sind, weil ich habe auch noch zwei unterschiedlich große Füße und es ist immer so anstrengend. Und wenn ich dann ein paar Schuhe habe, was mir passt und was mir gefällt, dann behalte ich das und will das auch gar nicht mehr wegtun und denke, naja, ich trage das so lange, bis es mir vom Fuß fällt. Wir schauen mal, was dabei rumgekommen ist. Viel Spaß! Oh mein Gott, ich schäme mich doch irgendwie so ein bisschen, ne? Ich traue mich nicht, das durchzuzählen. Ich traue es mich wirklich nicht. Aber mein Ehrgeiz ist es, diese IKEA-Tüte vollzukriegen und auszusortieren. Ja, ihr Lieben, wir fangen mal an. Also, bei diesem Paar Schuhe, muss ich sagen, kann ich mich eigentlich sehr leicht trennen. Das ist von Divided, also ich denke von H&M ist das, habe ich auch so gut wie nie getragen. Und ja, es ist ein bisschen dreckig, weil es halt im Schrank stand und weil dann halt entsprechend da dann andere Schuhe dran gekommen sind. Aber ganz ehrlich, die habe ich nie getragen, die sind einfach unbequem und ich mag das hier vorne auch nicht so gerne leiden, dass es so vorne so weit oben ist, weil dadurch habe ich leider das Problem, dass meine Schuhe bzw. meine Füße dann aussehen wie Clownsfüße, also riesig. Deswegen kommen die auf jeden Fall in die Tüte und machen den Anfang. Zack. Diese Schuhe habe ich tatsächlich dieses Jahr erst gekauft und habe sie, ich glaube, zweimal getragen. Die habe ich von ASOS gekauft, also im ASOS Shop. Und wie man sieht, wirklich nicht so oft getragen, zweimal. Und das ist die Größe 8 bzw. 41, ist es ja alles irgendwie, ne? Größe 41 ist ja meine Schuhgröße. Die sind hier oben zum Schnüren und wie du hier siehst, die sind schon spackig geworden. Und das, obwohl ich die wirklich nur ein, zweimal getragen habe. Und die sind unbequem, weil du hast hier hinten nicht wirklich eine Schnalle. Das hier ist ja komplett zum Schnüren und die sitzen halt nicht wirklich. Ich leg mich damit halb auf die Fresse, deswegen. Naja, und die Hacken sind auch relativ hoch. Das ist einfach schwer hier hinten, der Absatz, ne? Das ist sauschwer. Deswegen werden die auf jeden Fall auch aussortiert. Zack. Diese hier, diese Schätzchen, weiß ich noch nicht, ob ich die aussortieren möchte. Die habe ich schon das ein oder andere Mal auf einer Hochzeit getragen. Haben hier hinten nur so einen Pfennigabsatz, aber wie du siehst, die sind jetzt nicht so ultra getragen, weil man da auch nicht 100 Jahre drin laufen kann. Ich finde das ganz schön mit diesen Steinchen hier vorne. Das kannst du zu einem Outfit tragen, was du, was relativ schlicht ist oder ja, halt ein kleines schwarzes halt in dem Sinne. Und ich glaube, AF ist es Anna Field oder sowas. Ich weiß nicht, kenne mich mit Schuhen nicht so ganz aus. Habe ich, glaube ich, bei Zalando gekauft. Deswegen die erstmal nur so vielleicht. Diese Flipflops habe ich Ewigkeiten schon. Also du siehst, dass es hier auch schon abgeht und so weiter. Habe ich mir von Ernstings Family gekauft. Aber ich finde, dass dieses Teil hier bei diesem Zehentrenner einfach mit der Zeit echt irre wehtut. Deswegen kommen die auch auf jeden Fall weg. Zack. So, diese Schuhe von Tamaris habe ich auch das ein oder andere Mal getragen. Sie blättern auch hier vorne schon so ein bisschen ab. Die, ja, sind auch relativ selten getragen und ich finde die auch nicht so mega schön. Deswegen kommen die auch weg.
Diese Schuhe von Tamaris finde ich richtig schön. Ich mag es, dass du hier vorne den Halt hast und ich mag es auch, dass du hinten hier so einen richtigen, ja, eine verstärkte Hacke hast. Die sind viel, viel bequemer als die hier. Aber ich würde trotzdem beide behalten, um da halt noch irgendwo so eine Alternative immer zu haben. Die sind dann eher, wenn es halt richtig, richtig warm ist, weil du dann halt hier hinten auch ein bisschen Luft zum Atmen hast und die sind dann halt, ja, ne? Wenn du richtig tanzen willst und deine Schuhe anlassen willst. Diese Schuhe trage ich echt oft. Von wo sind die? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind von Deichmann oder so. Ich finde die ganz praktisch, weil, also das wirst du hier bei den Schuhen auch immer mal wieder sehen, dass du sowohl hier vorne geschlossen hast, als auch hier so ein Riemchen, weil dadurch halten die Schuhe echt toll, haben einen kleinen Absatz, auch wenn das schon ein bisschen abgenutzt ist. Und ich mache da auch gerne einen Schuhspanner rein, damit es ein bisschen angenehmer für die Füße ist. Ich habe auch sehr, sehr oft solche Sohlen da drin. Das ist einfach für die Frische, gerade wenn es halt so Sommerschuhe sind, ganz praktisch. Braun mag ich sowieso, weil es sehr neutral ist. Deswegen werden die auf jeden Fall bleiben. Bei diesen Schuhen habe ich mich gewundert, dass ich sie überhaupt habe. Ich konnte mich gar nicht dran erinnern, wie man ja auch sieht. Die sind fast gar nicht getragen. Ich glaube, ich hatte mir die mal zum Spazierengehen geholt. Aber für Spazierengehen mit Sammy habe ich ganz andere Schuhe. Ja, ich finde die auch für mich irgendwie ein bisschen zu klobig. Das ist nicht so meins. Ja, deswegen, also wie du siehst, die sind nicht wirklich benutzt und die kommen auch auf jeden Fall in die Tüte. Diese Hausschuhe habe ich erst dieses Jahr gekauft, um dann zu merken, wie du siehst, okay, scheiße, das funktioniert für mich nicht, weil ich habe einen Hund. Also es sammeln sich alle Hundehaare, die wir hier im Haus haben, einfach an diesen Puschen. Deswegen kommen die nicht in die Altkleiderkiste, sondern sie kommen einfach in den Müll. Diese Schuhe trage ich ganz gerne im Sommer, auch wenn ich das hier vorne eigentlich nicht so gerne mag. Also, dass es quasi so hoch ist. Es lässt die Füße nicht so riesig wirken, wie bei den anderen, die ich eben aussortiert habe. Ich glaube, die kommen auch von H&M oder so. Sitzen aber sehr, sehr bequem und sind halt gute, leichte Schuhe, die man dann auch irgendwie so ein bisschen tragen kann, wenn du dir mal weiße Socken anziehen willst oder blaue Socken oder so, ne? Und dann kannst du eine lange Hose drüber ziehen. Das ist ganz praktisch. Das sind meine Klassiker H&M-Schuhe. Ja, du hast hier überall Haare drauf, aber das ist nicht schlimm. Das sind meine Sommerschuhe, die schmeiße ich kurz bevor es wieder losgeht, einfach in die Wäsche und dann sind die wieder fresh. Also das sind wirklich die ganz klassischen H&M 5 € oder 10 € Schuhe, die ich in sämtlichen Formen und Farben gerne bei mir habe und die einfach toll sind, die bequem sind und die ich auch gerne bei Hochzeiten anziehe, wenn meine hohen Schuhe zu unbequem werden und dann der gemütliche Tanzteil des Abends kommt. Diese Schuhe habe ich mir tatsächlich erst letztens gekauft. Die habe ich mir gekauft, als wir auf Messe oder zur Messe gefahren sind, weil ich brauchte einfach bequeme Winterschuhe. Ja, sie sind dreckig, die dann aber auch irgendwo ein Stück weit schick sind. Und das sind die definitiv. Und deswegen habe ich mir die gekauft und die bleiben auch, weil die wirklich bequem sind. Diese Schuhe habe ich, glaube ich, geschätzt, gefühlt, wie auch immer, schon 8 Jahre. Also die sind echt total super, die sind bequem, du hast diesen dicken Blockabsatz und man sieht, dass sie gut benutzt sind. Ja, sie sind nicht mehr der neueste Schrei, aber ganz ehrlich, sie sind einfach saubequem und echt gut fürs Büro, gerade im Sommer. Das sind meine klassischen Winterboots, die ich für dieses Jahr habe. Also ich hatte die letztes Jahr auch schon, aber da hat sich hier komplett umlaufend einmal die ganze Sohle gelöst. Und ja, dann habe ich mir sie dieses Jahr nochmal neu gekauft. Die sind total super, sind halt kuschelig warm von innen und ja, sind von Deichmann. Dann habe ich hier meine Winterstiefel, die ich ja immer so trage. Das sind meine grauen, die finde ich auch total super. Die sind, man meint es nicht, aber sie sind wirklich bequem. Und das Witzige an diesen Stiefeln ist, dass es das zweite Paar ist, upsala, was ich davon habe, weil das erste Paar, was ich hatte, hatte ich gerade neu gekauft, als Sammy vor 2 Jahren zu uns kam. Und er fand die Schuhe, sagen wir es mal, so zum Anbeißen. Und dann bin ich direkt los und habe mir sie nochmal gekauft, weil ich sie so toll finde. So, diese Stiefeletten sind super. Die sind zwar echt hoch. Aber sie sind schön warm, die sehen auch irgendwo ein Stück weit chillig aus und sie sind einfach bequem. Also man mag es kaum glauben, aber diese Schuhe sind wirklich bequem und deswegen bleiben die selbstverständlich.
Auch diese Schuhe werden sommerlich sehr ordentlich getragen. Wie man sieht, muss ich auf jeden Fall mal neue Sohlen da reinlegen. Aber ne, wie das halt so ist, kurz vor Sommer kommen die dann auf jeden Fall in die Waschmaschine und dann sind sie fresh und ja, für den Sommer perfekt. Bei den Schuhen wusste ich auch gar nicht mehr, dass ich sie habe. Ja, die werde ich aber behalten, weil das quasi meine schwarzen Schuhe sind, die man einfach mal so tragen kann. Meine schwarzen flachen Schuhe. Einfach zu einer Jeans ganz entspannt oder zum Spazierengehen, wobei ich für Spazierengehen immer noch separate Schuhe habe, weil die ja dann auch ordentlich dreckig werden dürfen. Genau, deswegen bleiben die. So, das hier sind auch meine klassischen Sommerschuhe. Die trage ich eigentlich mit am meisten, weil ich sie so schön finde. Das ist einfach so ein helles Blau, so ein, ne, Stoff, der dann so auch Weiß mit drin hat und so. Und die sind toll, die sind bequem, die können einfach in eine Waschmaschine und dann sind sie wieder fertig. Diese Schuhe habe ich mir damals für die Hochzeit von meinem Papa und seiner Frau halt gekauft. Fand ich damals total super, habe sie auch gut durchgetanzt, wie man sieht. Ich will es nicht allzu nah zeigen, das ist irgendwie i. Ja, aber die kommen auf jeden Fall weg, weil ich habe da mittlerweile andere, die deutlich bequemer sind. Ich fand das hier ein bisschen unangenehm, weil die halt offen waren und da hat sich einfach der ganze Dreck drin gesammelt. Und ja, also derbe Plateau, derbe Absatz war ziemlich geil und hat auch super ausgesehen, aber sie kommen jetzt einfach mal weg. Denn mittlerweile habe ich diese Schätzchen hier. Also auch die sind total schön blinky-blinky. Haben hier Plateau, hinten derbe Absatz. Aber sie sind vorne geschlossen und hier mit dem Riemchen, das ist alles irgendwie ein Stück weit angenehmer. Und ja, die habe ich. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Ich hatte. Für eine Hochzeit von einer Freundin habe ich mir die, glaube ich, gekauft. Genau. Und hier wurde auch schon bei einem von den beiden Schuhen der Absatz schon mal erneuert, weil ich so derbe getanzt habe, dass mir der Absatz abgebrochen war. Läuft. Aber die bleiben auf jeden Fall. Diese Schuhe sind sehr, sehr neu. Auch die sind von ASOS. Die habe ich, glaube ich, noch nie getragen. Nö, habe ich noch nie getragen. Die sind in so einem schönen hell, pastellrosa und ja, die muss ich erstmal ausprobieren, bevor ich mir da eine Meinung zu bilden kann. Hier ist das Praktische, dass du halt hier vorne dieses geschlossene hast. Dann hast du hier so ein Riemchen, was halt so oben um den Knöchel drum zugeht und dadurch hält das alles ein bisschen besser. Und ja, die sind von ASOS und gefallen mir. So, diese Schuhe hier werden aussortiert. Die habe ich nicht wirklich viel getragen. Naja, schon ein bisschen, aber ich glaube auch nur irgendwie ein, zwei, dreimal. Kommt von H&M und ich finde, die sehen halt auch so ein bisschen aus wie Clownschuhe und deswegen kommen die leider weg. Das ist halt das Problem, wenn man diese Riesenfüße hat. Tada! So, noch ein paar Winterstiefel. Ich liebe Winterstiefel. Ich trage das auch gerne, ja, fast ganzjährig. Am liebsten würde ich die auch im Sommer tragen. Die finde ich super. Das ist so ein schönes dunkles Braun. Die haben oben einen schönen Schaft, der auch ein bisschen weiter ist, weil ich halt recht breite Waden habe, brauche ich das. Und ja, die sind halt schön schlicht und ich mag sie. Passen super auch zum Rock oder über eine Jeans drüber. Jipp. Diese Schuhe habe ich auch relativ neu. Ich weiß nicht, ob die von Deichmann oder von H&M sind. Das sehe ich gerade nicht. Ich gucke mal nach. Die sind von Deichmann, von Graceland, genau. Bei den Schuhen finde ich sehr praktisch. Und das siehst du hier auch von der Seite, dass das hier so offen ist. Das heißt, die Durchlüftung ist super, super gut. Und das gefällt mir unheimlich. Und die sehen auch ein bisschen schicker aus. Und ja, nicht halt nur so casual. Auch diese Schuhe von Victory sind in meinen Augen einfach Clownschuhe. Ja, auch die habe ich jetzt noch nicht so ewig oft getragen, aber die kommen auf jeden Fall weg. Die Tüte füllt sich so langsam. Diese Schuhe habe ich damals unheimlich gerne getragen. Das sind halt auch so ein bisschen Seeschuhe, ne? Also das mochte ich damals richtig gerne leiden, weil die Optik hier vorne das Ganze halt ein bisschen kleiner wirken lässt. Mittlerweile mag ich sie nicht mehr so gerne und deswegen werden auch diese Schätzchen aussortiert. Hab sie gut getragen, aber jetzt kommen sie weg. Das sind wirklich total bequeme Winterschuhe, die ich richtig gerne mag. Also ich finde es super, dass die halt von innen so schön gefüttert sind und ja,
Ich trage die ganz gerne. Ich trage sie irgendwie viel zu selten, deswegen muss ich mir die wieder weiter nach vorne stellen. Aber die machen die Füße schön klein und die halten die, ja, die Füße warm und haben eine schöne Farbe, sind halt in dem Sinne auch sehr robust, was die Farbe angeht. Deswegen bleiben die auf jeden Fall. Ja, diese Stiefeletten hatte ich mir damals gekauft mit der Intention, boah geil, die kannst du doch super zu einem Rock tragen oder so zu einer Jeans oder allgemein so im Winter. Aber ganz ehrlich, also die sind hier oben halt viel zu eng und das mag ich leider überhaupt nicht. Das hat mir gar nicht gefallen. Das sah für mich immer total öselig aus und sobald ich die anhatte, sah ich aus, als hätte ich total fette Waden. Und ja, die müssen leider weg. Und ich weiß gar nicht, ach so, von C&A kommen die Schuhe. Ja, aber diese schlichten schwarzen Stiefeletten kommen auch weg. Und wieder ein bisschen mehr gefüllt. So, als nächstes habe ich diese Schuhe hier. Die finde ich total schön. Habe die auch noch gar nicht so oft getragen. Ich glaube, die habe ich dieses Jahr im Sommer auch erst gekauft. Jep, ich habe sie noch gar nicht getragen. Die kommen, soweit ich weiß, von Deichmann. Und ja, die habe ich mir gekauft, weil die oben einen relativ breiten Schaft haben, sodass du die zu einer Jeans wirklich gut anziehen kannst und zu einem schönen Rock. Ich habe viele braune Röcke auch im Winter. Und deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall ein Schätzchen, ein Schuhpaar sein wird, was ich dieses Jahr auch ein bisschen öfters versuchen werde zu tragen. Zumal wir dieses Jahr ja echt keinen Schnee haben oder sowas. Und da sind solche Schuhe dann noch besser als dann so gefütterte wie die hier, weil die sind jetzt aktuell, glaube ich, ein bisschen zu warm. Und noch ein paar Winterstiefel. Das hier sind jetzt dunkelblaue und die sind auch ganz, ganz flach. Das fand ich eigentlich ganz praktisch und die habe ich auch schon dieses Jahr sehr, sehr oft getragen. Ich mag die sehr gerne und habe die auch neu. Ja, die behalte ich definitiv. Diese Schuhe habe ich mir mal irgendwann von H&M gekauft, als wir Karneval als Black Swan gegangen sind und da wollte ich das eigentlich so als quasi Ballerinas haben, fand sie aber furchtbar, 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 furchtbar. Also sehr unbequem, viel zu eng hier und ansonsten viel zu dünn und nee, also die kommen jetzt absolut weg. Diese Schuhe habe ich relativ neu, das sind von Adidas welche, das sind so. Ja, so ein Zwischending zwischen Sneaker und Ballerina. Und die liebe ich über alles. Die finde ich total super. Ich traue mich fast nicht, die anzuziehen, weil ja, die einfach nicht günstig waren. Und wie man sieht, ich habe sie echt selten getragen. Und ich bin immer ganz, ganz vorsichtig damit, weil ich möchte auch nicht, dass sie dreckig werden oder so. Deswegen, ne? Das sind auch so mit meine Lieblingsschuhe. Die liebe ich wirklich sehr. Schade, dass ich mir die in Weiß gekauft habe. Ich muss die nochmal in einer anderen Farbe kaufen, weil ich die auch so irre bequem finde. Also, die bleiben definitiv. Auch diese Schuhe bleiben, denn das sind meine Spaziergehschuhe mit Sammy für den Sommer. Die habe ich mal auch irgendwann vom Aldi oder so geholt. Die sind aber wirklich robust und schön dünn hier von der Sohle her oder von dem Futter her, dass man die halt echt gut im Sommer tragen kann. Und wenn ich dann im Sommer durch den Wald gehe, brauche ich dann nicht irgendwie in Flipflops rumlaufen. Deswegen habe ich die hier. Jo, das sind meine schwarzen Stiefel für den Winter, die halt auch einen ziemlich angenehmen Absatz haben. Also der tut auch nicht weh oder so. Es ist so ein Blockabsatz und ich mag die. Die sind schön schlicht. Die sind, glaube ich, auch von Deichmann oder so. Ich glaube, ich habe so gut wie alle Schuhe von Deichmann. Und ja, finde die ganz praktisch. Haben oben einen ordentlich großen Schaft, dass da auch ordentlich meine Hose reinpasst und meine Beine. Auch das sind eher so Stiefeletten, die ich anziehe, wenn es ein bisschen kälter ist. Das war bislang noch nicht so kalt, als dass ich die hätte anziehen wollen, weil die halt vom Futter hier relativ dick sind. Also du hast da zwar kein Fell drin oder sowas, aber die sind ziemlich, ziemlich warm, haben nur einen kleinen Absatz, aber ne, ich mag gerne Schuhe mit Absatz. Ja, und die sind natürlich von Deichmann, von Graceland. Ja, was soll ich dazu sagen? Das sind meine Sommerhausschuhe, mein Pendant zu meinen Winterhausschuhen, die ich jetzt gerade anhabe. Die hole ich mir dann immer irgendwo, wenn es die halt gerade so gibt. Das sind keine Originalen von der Postenbörse oder von Aldi oder so, wo die halt gerade so im Angebot sind. Also gefühlt habe ich diese Schuhe dieses Jahr gar nicht getragen. Aber ich weiß gar nicht warum. Also ich finde die eigentlich ganz hübsch und ganz bequem. Die sind sehr schlicht. Mal gucken. Also denen gebe ich auf jeden Fall noch eine Schonfrist. Die kommen fürs nächste Jahr auch noch mal wieder mit in den Schrank.
Das hier sind relativ leichte Winterstiefel, einfach schlicht schwarze und relativ dünne. Das sind auch flache. Ja, trage ich jetzt nicht so wirklich, ne? Muss ich wirklich sagen. Deswegen kommen die jetzt auch weg. Ich finde, die haben eine blöde Höhe. Also das ist halt auch wieder zum Rock nicht passend. Und für eine Jeans reinzustecken, sieht es dann auch irgendwie zu öselig aus. Also die machen so Unterschenkel. Deswegen kommen die jetzt auch weg. Diese Schuhe finde ich total hübsch. Die kannst du richtig schön zu einer Hose, zu einer Schlaghose oder so kombinieren. Und die haben einen schönen Absatz. Ich trage die nicht so oft. Kommen natürlich auch von Deichmann. Und die bleiben definitiv, weil ich sie einfach schön finde. Ich mag dieses Faltige hier vorne, was so ein bisschen immer aussieht wie der sprechende Hut von Harry Potter, finde ich übrigens. Ja, wer hat es nicht? Das Paar Schuhe im Schrank, was eigentlich Sportschuhe sind und eigentlich macht man gar keinen Sport. Ich mache wirklich keinen Sport, deswegen kommen diese hier absolut weg. Ja, die Tüte ist schon ziemlich voll, oder? Ich finde es ordentlich. Ja, dieses Paar Schuhe ist eigentlich auch ein schönes, chilliges Paar, was man dann halt auch ganz gut tragen kann im Sommer zu einer Hose, wenn es ein bisschen frischer ist. Und ja, das kommt von, ich würde sagen, Deichmann. Denn Venice ist, glaube ich, Deichmann, ne? Ja. Das bleibt auf jeden Fall. Das ist hier ein etwas schickeres Paar Ballerinas, auch mit Weiß hier vor. Also, ne, die sind einfach weiß. Auch bei solchen Schuhen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, denn ich will sie einfach nicht dreckig machen. Ich habe es auch noch nie draußen getragen, also bislang immer nur im Haus. Und natürlich kommen die auch von Deichmann. Und ich glaube, dass es eigentlich eher so Hochzeitsschuhe sind oder so, weil die halt echt edel aussehen, ne? Hier mit dem vorne drauf, mit dem geschnürten. Aber naja, also ich habe sie bislang noch nicht draußen getragen, habe es aber definitiv mal vor. So, diese Schuhe kommen, glaube ich, von H&M. Das sind so, ja, Soldatensandalen. Nee, wie heißen die denn hier? Gladiatoren-Sandalen, glaube ich, ne? Heißen die von der Art her. Finde ich ganz praktisch. Damit kannst du dann im Sommer auch mal shoppen gehen. Natürlich ist es mit dem Zehentrenner eher so eine Sache. Das wird dann auf Dauer natürlich unbequem, aber im Großen und Ganzen finde ich die toll. Ich finde die Schnürung hier ganz witzig. Also das, ja, ist mal was anderes. Und dass die hinten halt zum mit dem Reißverschluss zum Verschließen sind, finde ich auch super. Deswegen bleiben die auf jeden Fall. So, wieder welche von der Reihe von H&M, diese klassischen 10-Euro-Schuhe. Jetzt in einem etwas knalligeren, ja, Pink, Magenta, ich weiß es nicht. Und mag ich total gerne diese Schuhe, auch wenn sie sich hier mittlerweile ziemlich verfärbt haben. Aber trotzdem, ich liebe diese Schuhe. Im Sommer werden sie wieder gewaschen und wenn sie dann noch gut aussehen, werden sie auch verwendet. Diese Schuhe habe ich in der Türkei 2010 auf einem Basar gekauft und sie lösen sich mittlerweile echt in Wohlgefallen auf. Und weil das so ist, kommen sie weg. Als ich da mit meiner Mama im Urlaub war, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, habe ich diese Schuhe gekauft. Das ist natürlich immer eine schöne Erinnerung gewesen, aber ganz ehrlich, die sind nicht mehr schön. Und deswegen dürfen die jetzt endlich mal in. Ja. Ich glaube, die kommen wirklich direkt in die Tonne. Die brauche ich nicht in die Tüte zu packen. Diese Sandalen zum Schnüren mehr oder weniger trage ich gerne im Sommer. Das sind dann halt wirklich Schuhe. Gerade dieses Jahr war es ja so extrem heiß. Da hat man die ganz gut tragen können. Sehen ein bisschen schon zermackelt aus, aber ne? Es sind halt benutzte Schuhe. Diese Schuhe habe ich eine Zeit lang exzessiv getragen, vor allem diese Art von Schuhen, weil die hier diesen schönen Keilabsatz haben. Aber die hier sind jetzt mittlerweile auch, ja, nicht mehr ganz so heile und nicht mehr ganz so bequem. Deswegen kommen sie jetzt auch weg. Und die waren von Vagabond. Und ich weiß gar nicht, wozu Vagabond gehört. Ich glaube, das ist eine Marke, die man bei Zalando kaufen kann. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und wie du siehst. Ja, ganz gut getragen, ne? Oh, auch diese Schuhe habe ich so geliebt. Die haben ja so einen Keilabsatz, aber mittlerweile kann ich nicht mehr drauf laufen. Ich habe damals ja fast nur hohe Schuhe getragen. Mittlerweile versuche ich ja ein bisschen auch flache Schuhe zu tragen, weil mein Physiotherapeut es auch mal sagte, ja, weil meine Sehnen sich etwas verkürzt hatten und ich deswegen ganz viel Kopfschmerzen hatte.
Aber diese Schuhe benutze ich nicht mehr, trage ich nicht mehr, auch wenn sie mega geil waren. Dadurch, dass die halt hier vorne so rund waren und nicht so spitz, haben die einfach einen extrem kleinen Fuß gemacht und das fand ich so toll. Aber jetzt kommen sie weg. Ja, das sind einfach ganz klassische Sommersandalen von H&M. Was soll ich da groß zu sagen? Die behalte ich natürlich, weil ich sie immer wieder anziehen werde im Sommer. Mit diesen Schuhen habe ich eine Hassliebe. Ich finde sie so schön, aber sie sind so unbequem. Der Absatz ist einfach zu fies. Ja, auch da sind wieder Hundehaare dran. Wir haben nun mal einen Hund. Aber diese Schuhe werden weichen, weil ich werde sie einfach nie tragen. Ich weiß gar nicht, nee, ich habe die auch noch nie draußen angehabt. Ich werde sie auch nie draußen anziehen. Ich habe immer wieder versucht, sie einzulaufen, das nie geschafft. Jetzt dürften sie weg. Das ist doch schon mal recht voll. Ja, diese Schuhe mag ich ganz gerne. Die haben einen nicht allzu hohen Absatz. Das ist auch ein Keilabsatz. Das ist dann auch nochmal doppelt bequem. Deswegen werden diese Schuhe auf jeden Fall bleiben. Die sind von Graceland. Ganz praktisch. So, wie man sieht, hat sich das ganze Chaos doch etwas gelichtet. Diese Schuhe behalte ich. Die da vorne kommen ja dann gleich direkt in den Müll. Und das sind die Schuhe, die dann zum Altkleidercontainer dürfen. Also eine ganze große IKEA-Tüte voll. Ich hoffe, dass ich es auch wirklich schaffe, die komplett zum Altkleidercontainer bzw. zu dem DRK-Laden zu geben und nicht vorher noch zwei, drei Paar rausfische. Ich versuche, mich zu bändigen. Tja, wer hätte das gedacht? Hier ist die Tüte und oh mein Gott, sie ist schwer und sie ist riesig und sie ist voll. Und ich bin irgendwie doch ein Stück weit froh, dass ich sie gefüllt habe. Ich habe nämlich auf dem Kanal von der lieben Mrs. Rosa Roth gesehen, ich verlinke euch hier oben mal ihren Kanal, dass sie ihren Kleiderschrank aussortiert hat und das hatte mich so ein bisschen animiert, dann auch mal hier loszulegen. Ja, Wahnsinn. Also das wird auf jeden Fall alles zu dem DRK-Laden gehen, zu dem Secondhand-Laden und ja, dann werde ich da die ganzen Schuhe hinbringen und spenden und dann, ja, ne? Ich hoffe, wie gesagt, dass ich nicht noch an diese Tüte rangehen werde. Ich werde sie gleich zuknoten und hermetisch absichern, damit ich dann nicht noch wieder drangehe. Ja, so ist das Leben eben, ne? Man muss sich auch mal trennen von Dingen. Und jetzt so zum Jahreswechsel ist es doch eigentlich die perfekte Zeit dafür. Und ich habe heute einen Tag Urlaub, da macht es definitiv mal Sinn, das zu tun. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und ich hoffe, es war nicht zu lang für euch. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich bin platt. Ich lege mich jetzt auf die Couch. Oh, es war doch ein bisschen anstrengend, auch die ganzen Sachen hier noch aufzuräumen. Ja, ich verlinke dir hier mal zwei Videos von mir und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!